Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Letztes Mal haben wir die Phantom Liberty Story definitiv abgeschlossen. Wir hatten das letzte Gespräch mit Reed. Genau hier ist er das eigentlich. Sowas, da ist er ja noch. War ganz überrascht, dass er nicht despawned ist. Gut, wir werden demnächst das Ende unserer Cyberpunk Story einläuten, indem wir uns mit Hanako treffen. Davor haben wir aber noch einen Auftritt, den wir Johnny schulden. Und dazu gehe ich mal kurz in die Karte. In die Karte und vor allem ins Questmenü. Was haben wir denn? Ich glaube, dieser Second Conflict war die Mission, die wir dafür machen mussten. Das klingt gut. Und wir haben ein bisschen Geld, dann kaufen wir uns doch noch ein schönes Auto. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder im Kampf? Was stellt sich das Spiel denn gerade vor? Ich habe doch niemanden angegangen diesmal. Na gut. Rauf aufs Motorrad und dann zur Schnellreisestation, würde ich sagen. Get on und dann... Oh, vielleicht verkaufen wir erstmal Sachen und ich wollte hier noch ein Auto kaufen, wenn wir noch die Chance dazu haben. Das können wir hier machen. Na gut. Dann erstmal was verkaufen. Ja, Motorrad ist immer so eine Sache in dem Spiel. Was ist denn hier los? Oh, hey. Jetzt hör mal auf, in mich reinzufahren. So langsam finde ich es unfreundlich. Was macht ihr denn mit den zwei Leuten da unten? Wieso bedroht ihr die? Das kann ich nicht zulassen. Ich bin ja ein braver Bürger. Ich muss Menschen retten. Ja, ist ja gut. Nehmen wir die MP. Die macht alles hier. Warst du schon? Oh, da oben sitzt einer. Ui, hat die einen Rückstoß. Hallo? Na, vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinem Aim. So. Haben wir alles geregelt? Da hängen Menschen. Das ist aber nicht sehr sympathisch. Aber hier ist Loot, das ist sehr sympathisch. Wer seid ihr denn? Helfen kann ich euch nicht. Oh. Non-lethal Takedown. Dann sind sie zumindest mal ruhig gestellt. Ja, ist ja gut. Hab jetzt nicht gedacht, dass mich jeder hier angeht, nur weil ich ein bisschen helfe. Zur Verkaufsstation. Erstmal wahrscheinlich Fahndungslevel loswerden. Ja, ja, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Wollen wir nicht übertreiben. Ich dachte, ich mache was Richtiges. Sind die Leute aber anscheinend wieder nicht zufrieden gewesen. Dann schauen wir einfach, dass wir uns ein bisschen verdünnisieren. Denen geht's auch nicht gut, den beiden da im Tunnel. So. Bin ich denn hier gelandet? Egal, wir versuchen nochmal weiterzukommen. Bisschen verwirrend, aber anscheinend geht es hier auch noch irgendwo hin. Gar nicht so schlecht. Okay, wir haben sie abgeschüttelt. Da ist jemand mit Totenkopfsymbol. Und ganz viele Gangbangers, nennen wir die einfach mal. Was machen die denn hier? Schon wieder hier am Unruhe stiften. Kann ich gar nicht leiden. Da müssen wir Ruhe stiften. Ist ja gut. Ist ja gut. So. Bevor wir zur Verkaufsstation gehen, laden wir nochmals Inventar schön auf. Ja, immer her mit dem Zeug. Hey, nicht in den Rücken schießen. Das finde ich doch immer so unfreundlich. Hier liegt auch irgendwo Loot. Na, komme ich da hin? Nicht ohne weiter. Was ist denn das für ein Symbol? Soll ich das kennen? Filter. Increased Criminal Activity. Du wirst hier wertvolle Items finden, die beschützt werden von mächtigen Feinden.
erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich mag wertvolle Items. Und ich glaube denen nicht, wenn sie sagen, mächtige Feinde. Irgendwie habe ich da einen anderen Eindruck im Moment. Die sind nur mächtig, wenn mir hier bei der MP die Munition ausgeht. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Dann schau mal erstmal da hin. Und dann können wir vielleicht was Schönes verkaufen und ein schönes Auto kaufen. Also so mächtig wirkt ihr hier tatsächlich nicht. Ingenieurskill nach oben. Warum auch immer. Munition und Geldrollen. Geldrollen könnten hier bei mir auch öfter mal rumliegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Na gut. Das habe ich gerade so getroffen. Paar Mal wäre beinahe ausgewichen. Was Lilanes. Hier vier Components. Ist das nicht toll? Scannen, ob hier noch was ist. Man hat mir wertvolle Sachen versprochen. Okay, wieso hält die Zeit jetzt an? Ich habe die Zeit doch nicht angehalten bei mir, oder? Bin ich auf den Knopf gekommen? Ach, wer weiß das schon. Okay. Kamera kann ich nicht leiden. Muss ja nicht alles überwacht werden, was wir hier so machen. Ein Geschütz. Und kein Geschütz mehr. Ich kann doch kein Französisch. Wie auch immer. Hier ist ein Reliktpunkt, der so schön piepst. Den wollen wir gleich mal runterladen. Ja, ich werde ein bisschen beschossen, aber wir haben ja die Hälfte dafür. Oh, Bosskampf. Wer ist denn der Boss? Jetzt muss ich tatsächlich mal wegspringen. Du bist der Boss. Dann halten wir mal kurz die Zeit an. Nee, du bist nicht der Boss. Der Tor hat es den Totenkopf drauf. Ich sehe oben halt eine Leiste mit 100%. Irgendwer wird dafür schon verantwortlich sein. Vielleicht da unten. Ist ja recht. Na komm, bevor ich es vergesse, loot ich dich. Und hier sind auch noch welche. Und hier ist auch was Lilanes. Lasst mich doch erstmal looten. Von welcher Fraktion seid ihr eigentlich? Sollte ich mal einen von euch scannen, um das rauszufinden? Na, erstmal alles aufsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Was bist du denn hier? Eine Oktant-Drohne. Voodoo Boy Modified Drone, okay. Kann ich mit dir was machen? Sieht nicht so aus. Euro-Dollars und ein bisschen Thai essen. Oder zumindest Sushi. Glaube, ich mache hier immer aus Versehen meinen komischen Skill an. Will ich doch gar nicht. Okay. Kamera weg und damit geht es mir viel besser. Du bist ein Cleaning-Maschine, ein Säuberungsroboter. Wenn wir noch mehr Cyber-Implantate kriegen, dann bin ich bald ein Säuberungsroboter. Will ja die Stadt immer zu einem besseren Ort machen. Jetzt hört mal auf, mich hier anzuschreien durch die Wände. Vor allem den Weapon-Glitch könnt ihr behalten. Brauche ich nicht. Den da oben habe ich nicht getroffen. Das ist Pech für mich. Gleich wird meine Waffe glitschen. Komm schon, Granate. Der hat den Hack vollenden. Ach, das ist der Boss. Du bist der Boss. Na, so viel hältst du aber auch nicht aus. Hast ja nur noch halbes Leben. Wir machen gerade keinen Schaden mehr. Nein, meine Optik sind rebootet worden. Und ich habe noch 32 Schuss in der Waffe. Das ist nicht ideal gelaufen, würde ich sagen. Vielleicht liegt hier nochmal mehr Munition. Ja, 100 Schuss lagen da.
seltenes Item war da drin. Zumindest hier 5 Item. Ja, hör mal auf damit. Gut, das ist viel geschlagen. Komische Leute hier. Komm schon. Nein, meine Waffe glitscht wieder. Wer denn? Warum denn? Granate. Oh, die prallt ab. Das hat man... Hat seinen Zweck erfüllt. Und da ist noch einer. Hui. Oh. Hinter mir war wohl auch einer. Ist das nicht schön? Was ist das denn für ein Sound gerade? Irgendwer lacht. Das ist aber so eine miese, fiese Lache. Keine Ahnung. Immer her mit dem guten Zeug. Bist du der Boss? Sieht danach aus. Schön Granaten. Hab ja so viele. Was ist das? Ist die Kamera down? Ja. So, 2 Gegner sollen hier noch sein. Ich schätze... Ah. Die Drohnen wurden ja auch markiert. Dann ist es nur noch der Boss, obwohl da hinten höre ich auch was. Da ist noch ein Totenkopf-Symbol. Dann wollen wir den mal ausschalten. Ja, ist ja gut. Granate. Ist ja gut. Die sind aber alle nicht so schwach. Der Mapmarker hatte recht, also für uns kein Problem mehr, weil wir einfach so gut sind. Aber dennoch sind sie stärker, als ich gedacht habe. Ich wollte doch das orangene Teil da oben. Na komm. Solange sich der Boss hier nicht regeneriert. Mal ein bisschen Zeit. Na komm schon. Kann noch nicht so kompliziert sein. Na gut. Erstmal vielleicht der Boss. So, wo ist dein Kopf? Ich sehe nichts. Headshot. Komm schon. Mist, ist ausgewichen. Noch ein Headshot. Wieder ein empfindlicher Fuß, aber ich muss nachladen. Mist, hat sich bewegt. Die ist aber auch schnell. Hallo, wo bist du? Laut meinem Map-Marker irgendwie da? Und erledigt. Ein Glück haben wir so eine schöne Sniper. Wie gesagt, da oben... Ach, hier komme ich hoch. Mir war doch so, als ob sich das hier looten lassen will. Vor allem die Munition und... ein Tier-5-Hammer. Das ist ja der Hammer. Und zwar von Tier 5. Nochmal so eine Chao-Waffe. Ist das Wasser noch unter Strom? Oh, du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. Ich habe eine Access-Card bekommen. Wahrscheinlich für hier unten. Würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Hier ist noch eine Kamera. Kann ich gar nicht leiden. Sehe ich zumindest auf der Minimap, aber gerade nicht oben. Na gut, was haben wir hier? Euro-Dollars. Und Munition. Alles, was ich mag. Ich glaube, meine Fertigkeit aktiviert sich immer ein bisschen, wenn sie aufgeladen ist. Das ist etwas ungewohnt. Und hier... Epoxy Ballistic Mask. Raren Micro Cyber Mach 3. Und 5000 Euro-Dollar. Ist das nicht toll? Und Munition. So, Kamera hat uns anscheinend entdeckt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht war die ja unten. So, hier liegt noch irgendwo Loot. Müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Hier liegt noch blauer Loot. Tier 3 Item Components. Apropos Components, können wir die eigentlich... Wo war das Crafting-Menü hier? Irgendwie Character, nee, Inventory, Crafting. Können wir irgendwas von unseren Waffen nochmal upgraden? Upgrades. Ein Sniper Rifle. Vielleicht die MP, die ich gerade habe. Ich habe die Feststelltaste gedrückt. Egal.
Was haben wir denn hier? Plan B? Ich glaube, da habe ich mal versehentlich gesagt, das ist die Waffe von Johnny. Aber die von Johnny ist, glaube ich, eher eine andere, wenn wir sie denn überhaupt schon haben. Plan B war definitiv von Dexter. Das habe ich mir nochmal angelesen. Oh, die Axt, die ikonische, sieht ja auch cool aus. So, aber wir können es tatsächlich upgraden. Sniper Rifle, weiß ich gerade gar nicht, was wir ausgerüstet haben. Ich hoffe mal das. Das hat nämlich 193 Schaden. Und hier haben wir, glaube ich, unsere Submachine Gun, obwohl die sieht ein Tick anders aus. Ist egal, wir werden die trotzdem aufleveln. Wo ist denn Johnnys Waffe, wenn ich sie denn überhaupt habe? Ich dachte, die hieß irgendwie anders. Ist vielleicht auch auf vollem Level. Können wir gleich mal schauen. Herr Majesty, keine Ahnung, woher die kommt. Ist bestimmt nicht Johnnys. Und das Sniper Rifle mache ich einfach mal nach oben. Upgrade. Das Assault Rifle können wir auch. Hier war das Problem, dass das halt nicht so schnell geschossen hat. Das war eher Einzelschuss. Okay, irgendwas noch. Vielleicht so ein Katana können wir auch mal probieren. Habe ich eins, das leuchtet? Oh, die Axt kann ich leider nicht upgraden. Da fehlen mir ein bisschen Komponenten jetzt. Dann probieren wir doch hier das schöne... Achso, das ist noch Tier 1 hier unten. Das können wir nach Tier 2 upgraden. Dann würde ich sagen, machen wir mal einfach das höchste Katana, das ich habe. Das sieht doch gut aus. Einmal upgraden. Jetzt ist es geblockt. Dann wollen wir das auch noch ausrüsten. War das die gute Sniper Rifle? Ja. Ich glaube, die haben wir gerade abgegradet. Und dann anstatt Plan B nehmen wir doch einfach mal hier das schöne, schöne Katana. So. Hui, 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 hui. Müsste ich jetzt eigentlich mit dem I Wanna Be Ninja Song hinterlegen? Aber ich mach's vielleicht mal nicht. Manche könnten sich da durch meinen Humor angegriffen fühlen. Hoffe ich zwar nicht. Ich bin eigentlich sehr neutral, was alles angeht. So. Aber manchmal fühle ich mich lustiger, als ich bin. So. Ist ja gut. Irgendwie passiert mir das mit der Zeitlupe doch öfter. Was will denn Mr. Hands? In Arthur District, are you? Aha. Hey, yeah. We should talk. Face to face. Nova, heavy hearts, here I come. Ja, auf, den zusammenzuschlagen. You won't be disappointed. My, aren't we confident today? Keine Ahnung, was das war. Kann's nicht leiden, wenn man auf Wehrlose einprügelt. Und was macht ihr hier? Ihr habt auf jeden Fall schöne Sachen in der Kiste. Ah, dann räumen wir euch halt auch noch auf. Guck mal, hab ein Katana. Oh. Jetzt hattest du gar nicht so viel davon. Na gut. So. Jetzt aber verkaufen. Dann Auto kaufen und dann noch die Bandmission machen und dann werden wir das Ende einläuten. Oh, hier ist noch ein legendäres Item. Oder zumindest hier 5 Item. Da wollen wir mal. Lass mich hier ran. Oh, das Katana macht überraschend Spaß tatsächlich. Ich wünschte mir echt, es wird noch RGB-mäßiger leuchten. Ah, da gibt es bestimmt noch andere. So, einmal noch looten, was das Zeug hält. Und was das Inventar hält vor allem. Wieso liegen hier überall Hände, unabhängig von den dazugehörigen Körpern? Verstehe ich irgendwie nicht, wie das passieren konnte. Und hier liegt das legendäre Zeug. Headshot. Headshot, oh. Ist ja im Prinzip nicht schlecht, die Sniper. Na, ich wünsche, die wird so stark schießen wie meine MP. Also so schnell. Aber dann wäre es auch keine Sniper mehr. Hui. Und Nosco. Oh. Jetzt muss ich nachladen. Das können wir nicht zulassen. So. Schön aufklauben, aufklauben, aufklauben. Komm, was liegt denn da? Ich glaube, wir haben es bekommen.
Sehr schön. Und jetzt wäre die Frage, braucht man eine Schnellreisestation oder eine Verkaufsstation? Wir brauchen auf jeden Fall einen Service Point. Hier ist doch alles in der Nähe. Verkaufsstation, Schnellreise, Autofixer. Dann wollen wir mal dahin. Vielleicht werde ich die Schnellreise nutzen, um dahin zu kommen. Ist ja gerade in der Nähe. Dann haben wir weniger Trouble, um dahin zu kommen. Und vor allem werde ich weniger abgelenkt, was glaube ich ganz gut ist. So, dann würde ich sagen, ist egal welche, wir nehmen wieder. Hab mich im letzten Moment umentschieden. So, heil angekommen. Das ist immer das Wichtigste. Verkaufsstation gleich hier. Waffe können wir wegstecken. Anscheinend war B die richtige Taste dafür. Ist, wenn man mehrere Spiele nebeneinander spielt, etwas verwirrend, weil in Avatar war es die ganze Zeit T, um die Waffe wegzustecken. In Red Dead Redemption, was ich auch hin und wieder mal anpacke, ist es, glaube ich, noch eine andere Taste. Keine Ahnung. Jetzt wollen wir erstmal schön verkaufen. Und zwar alles, was nicht ikonisch ist. Und dann können wir uns hoffentlich ein fettes Auto kaufen. So, Liberty können wir verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Immer weg damit. Na, so viel Loot hatte ich gar nicht. Ein Glück hatte ich so viel aufgehoben. Hammer kann weg. Knife kann weg, Knife kann weg, Knife kann weg, Knife kann weg. So, jetzt habe ich nur noch ikonische Sachen. Und der restliche Krempel hat sich nie gelohnt zu verkaufen. Müll mal ein bisschen entrümpeln, aber ansonsten war es das, glaube ich. So, jetzt zum Autofixer. Dann kriegt man vielleicht ein schönes Auto für unseren Bandauftritt. Zumindest um da hinzukommen. Da bin ich echt gespannt. New Vehicles available for purchase. Deswegen bin ich ja hier. Hier wahrscheinlich. Na gut, was haben wir denn? Oh, wieso ist der Quarz-Seitenbinder denn immer noch gesperrt? Ah, wir müssen mehr Quests machen für Muammar, um den freizuschalten. So ein Mist. Oh, der Emperor sieht auch gut aus. Und der ist relativ billig. Verzeihung, ich muss wieder husten, warum auch immer. Die sehen aber auch alle fancy aus. Hier gefällt mir der erste, glaube ich, am meisten, dieser Type 66, Javelina. Aber wir schauen erstmal alle durch. Auch hier sind zwei gesperrt. Finde ich nicht so gut. Wahrscheinlich mit derselben Begründung. Ja. Natürlich, dieses kleine Scheißauto könnten wir uns mal kaufen. Die Taunten sehen auch nicht schlecht aus. Aber auch hier, die coolen da unten sind mal wieder gesperrt. Hätte ich mehr Aufträge für den machen sollen. Ernsthaft. Wieso sind die denn so spät gekommen und so cool waren die Aufträge jetzt nicht? Ist egal. Rayfield. Die können wir uns beide kaufen. Wir schauen uns noch weiter an, aber die sind definitiv der Favorit. Nur welcher davon? Der links sieht zumindest sehr futuristisch aus. Der rechts erinnert sehr an ein Lambo. Gefällt mir beides wirklich sehr gut. Okay, hier haben wir so einen irgendwie zusammengedengelten Van. Der Outlaw sieht natürlich auch fancy aus. Bikes können wir uns auch kaufen. Die haben ja sogar RGB-Beleuchtung unten wie Tron in den Reifen. Auch hier das erste. Das hätte man viel früher machen sollen. Jetzt geht es ja aufs Ende zu. Und der Porsche, der ist ja neu hinzugekommen. Das wäre natürlich was, wenn wir hier den Porsche für Johnny Silverhand holen. Gerade für sein Comeback für das Konzert. Dann wollen wir das mal kaufen. Wieso haben wir eine Cyberware?
Malfunction. Okay. Wir haben eine Quest bekommen. Ist egal. Ein Rayfield können wir uns noch leisten. Ich würde den Link nehmen, einfach weil der so ungewöhnlich aussieht. Und weil er teurer ist. Sehr schön. Haben wir endlich mal so ein Rayfield. Ich glaube, rumstehen haben wir die ab und zu mal sehen. So, jetzt müssen wir eine Nachricht lesen. Okay, so, don't panic. Customer buys a car, autofixer delivers. You know the drill. I sent the Porsche seller your way and everything was golden until he kinda vanished into thin air. Him and your new wheels. Honest to God, I don't know what the fuck happened. Looks like I'm gonna need you to get involved here, June. Okay, I want my ride. Previous owner doesn't concern me. Und Muammar antwortet. Okay, er hat uns eine Location geschickt. Anscheinend müssen wir das Auto selber abholen, aber zumindest den Rayfield sollten wir haben. Oh, kann ich gerade nicht ausrüsten, warum auch immer. Ich kann gerade kein Auto auswählen. Was ist denn da los? Last known location. Kann man dahin schnell reisen? Ja, zumindest hierhin geht's. Okay, da sind wir. Und jetzt kann ich ein Auto rufen. Komm schon, Rayfield. Gleich mal als Favorit markieren. Und dann confirm. Da freue ich mich jetzt drauf. Guckt euch das schöne Auto hier an. Gut, schön ist relativ. Ich hätte es ein bisschen anders lackiert. Wäre schön, wenn das auch gehen würde. Ah, das war, glaube ich, der, den wir am Anfang stehlen mussten. Jetzt können wir ihn endlich mal fahren. Hm? Nicht schlecht, aber auch nicht hervorragend. Aber wir haben zumindest ein schönes, dickes Auto. Wer ist denn Ashley? Your name's Ashley. We ain't meet. If all goes well, never will. Did some digging in the net to find you. Man, what a mess you made. And on my watch. Charon Exotic System Breach, Grand Theft Auto, all run big steaming pile of shit you dumped in my backyard. But we're chill, we set things right and you get back that dream right you jacked. Sound good? Keine Ahnung, wer du bist, Ashley. Und keine Ahnung, warum es mich interessiert. I'm a Netrunner, contracted by Charon Exotics, and you went crashing through my code. While I was working a side gig, let my guard down. Ist das ein Heads Up? Keine Ahnung, frag nochmal nach. I'm out of the job, if you don't help, cutting a deal. Okay, wir lassen uns mal die Details geben. All das muss ich hier nicht vorlesen. Auch irgendwas mit dem Auto, lass mal die schreiben. Das interessiert mich gerade nicht. Moving Heat heißt die Mission, aber ich war doch gerade auf einer anderen. Ah, jetzt muss ich die wieder suchen. Nicht Hanako. Die springen ganz wild gerade. Gut, hier. Shape of a Pony. Die Form eines Ponys. Da wollen wir dann mal hin. Ich will nämlich mein Porsche 911. Mag das Auto sehr gerne. Ist es ernsthaft Militech? Die haben ein Totenkopf-Symbol. Bist du stärker zu besiegen? Nicht mit dem Katana, sondern mit der Sniper. Oh, ich muss nachladen. Wart kurz. War nur ein Scherz, Bro. So. Jetzt aber. Ach, das... Autos sind schon tödlich in dem Spiel. Also ich weiß nicht, warum die ein Totenkopf-Symbol hatten. Gut waren die nicht. Kann ich das auch... Wir können endlich in so ein Militech-Fahrzeug gehen. Haben wir auch eine schöne Hupe. Das war sie nicht. Light of G. H. Keine Ahnung. Ah. Dafür hätte ich das Auto nicht stehlen müssen. Liegt da Johnny Silverhand? Hey, over here. Tatsächlich. Hey, der sieht ja aus wie du. Sieht so aus. Wohl ein Nachahmer. Interessant. Der muss ja wirklich ein bisschen
Johnny Silverhand muss ein großes Fangirl gewesen sein, so wie das aussieht. Kommen schon hier schöne Beleuchtung oben an und mit, was ist hier passiert? Das sieht nicht gut aus. Na gut, wir müssen aber hier mitten in die Pampa. Ich hoffe, das Auto ist auch hier und wir müssen nicht noch weiterfahren. Ich steig mal aus. Okay. Die sind nicht sehr angetan davon, dass ich hier angekommen bin. Ah, da drin steht das Auto schon. Ist das nicht toll? Du siehst ja auch ein bisschen aus wie Silverhand. Na, nicht ganz. Hier lebt ja noch einer. Okay. Das hat sich erledigt. Der auch. Na komm, lass mich doch den scheiß Schlüssel nehmen. Wieso buggt das denn wieder? Muss ich wirklich alle ausschalten, damit ich den tatsächlich auch nehmen kann? Na, du bewegst dich auch noch überraschend viel dafür, dass du tot bist. War vielleicht nur ein Bug. Komm schon, lass mich dich looten. Ah, draufschießen hat's nochmal gelöst für uns. Slick Wheels. Ja, kein Wunder, dass dir das gefällt. Ist, glaub, auch deiner, wenn ich es mir richtig angelesen habe. Ah, das muss unbedingt das Video-Thumbnail werden. Wie mache ich das denn richtig? So, irgendwie als Thumbnail. Das haben die nicht gut gemacht, dass ich hier noch so ein Plastikgedöns davor habe. Das muss doch ein schönes Thumbnail werden. Waffe weg. So, irgendwie kann ich in die Ecke. So, das muss reichen. Wenn man schon mal die Gelegenheit hat, muss man das auch als YouTube-Thumbnail verwenden. Oh, wir müssen Muammar texten, nicht Ashley. So. Okay, da steht einfach nur, wir haben das Auto zurück. Ja, ja, bla 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 bla. Gut, wir haben das Auto bekommen. Dann wählen wir eine schöne Quest aus, und zwar die mit der Band. Und das war Second Conflict. Hui. Hui. Hey, nicht angreifen. Was habe ich für Waffen? Ich habe meine MP hier. Das wird ihnen garantiert nicht schmecken. Lass mich in Ruhe. So, jetzt habt ihr eine Reifenpuncture. Keine Ahnung, was ihr jetzt machen wollt. Ich muss nachladen. Die lebt immer noch. Ich glaub's ja nicht. So. Jetzt glaub ich's. Alles erledigt, was zu erledigen geht. Normalerweise würde ich sagen, lasst eine Schnellreise machen. Aber den Porsche müssen wir ein bisschen fahren. Wie? Sehr viel Giftfässer umgefallen. Die lasst mal lieber mal ungestört arbeiten. Das sah zu wichtig aus, als dass ich da wieder alles aufmische. Na gut, jetzt in den Totentanz. Schöner deutscher Name. Obwohl das Interface ja komplett auf Englisch ist. Also es ist in der Originalsprache auch irgendwie auf Deutsch. Gefällt mir immer, wenn deutsche Begriffe im Original-Englischen vorkommen. Nein, sorry. Die lebt bestimmt noch. Nur eine Fleischwunde. Oh, wir haben wieder ein Fahndungslevel. Warum denn das? Aber der Porsche fährt richtig gut. Der fährt richtig gut. Da haben sie sich beim Handling wirklich Mühe gegeben. Das ist das Auto, wo ich sagen würde, das fährt sich wirklich am besten von allen. Da drin würde ich gerne die verbleibenden Rennen fahren. Echt ein klasse Auto. Na gut, Fahndungslevel ist dahin, so wie es sein soll. Wird aber auch sagen, die geben sich hier in dem Spiel nicht so wirklich Mühe, mich zu verfolgen. Haben vielleicht auch wichtigeres Zeug zu tun, als irgendwie Leute, die andere Leute mit ihrem Auto überfahren oder Gangbanger umbringen.
Keine Ahnung. Ah, das ist echt ein traumhaftes Handling hier. Im Vergleich zu den ganzen anderen Fahrzeugen. Oh, das hätte man schon viel früher holen sollen. Das ist das Problem, wenn ein Spiel so viel Content bietet, dass ich da gar nicht hinterherkomme. Dass eigentlich alles so cool ist. So, die Waffe können wir mal wegstecken, wenn ich die Taste finde. Oh, ich habe sie gefunden. Das hat nur ein bisschen verzögert reagiert. Das ist in Ordnung. Mensch, aber das ist, glaube ich, mein Lieblingsdistrikt hier bei Nacht oder Dunkelheit. Mit den Kois und allem. Sieht echt wunderbar aus. So. Habe ich mich verfahren oder? Ach, nö. Spiel ist der Meinung, hier geht's auch lang. Hui. Wahrscheinlich hier rechts rum. Wollen ja kein Geisterfahrer werden. Na, die Brücke kennen wir doch. So oft, wie ich hier lang gerauscht bin. Little China. Oh, ich hätte rechts, glaube ich, lang gemusst. Na, mit dem GPS ist es immer noch so eine Sache. Sieht bis jetzt richtig aus. Nein! Ei. Das hat das Spiel nicht arg gemocht. Da hat sich das Auto ganz komisch verhalten. Gut, wir sind jetzt aber gleich am Ziel. Hab mir den Missionstext jetzt nicht gemerkt oder durchgelesen. In umgekehrter Reihenfolge. Kurz und knapp, ich habe keine Ahnung, warum wir hier sind. Gangmitglieder, soll ich die ausschalten? Muss ich die ausschalten? Na, no, vielleicht erstmal nicht. Die sehen ja aus wie wieder diese... No media would ever go for the Taunton Tents. Except Nancy. Ah, stimmt. Wir suchen jemanden mit dem Namen Nancy. Und müssen die Treppe hier hoch. Ah, das sind wieder die komischen Gesichtstypen. Minimalist. Malström. Fuck yeah. Ja, ja. Press the button. My fingers are numb. Na gut. Fährt ja schon der Fahrstuhl. Ah, wieso haben wir hier keine Musik? Wieso kann ich meine Waffen nicht wählen? So viele Fragen. Tonight is today. Oh, guys. This one I like. Sehr schön, Tinnitus. So hört sich's auch an. Nerviges Geräusch im Ohr. Sicher, mit meiner Kleidung? Sollte ich nicht das Outfit wechseln? Ja, das ist doch viel besser. Auf geht's. Ah, ist anscheinend so ein Nachtclub. No fucking way. Remember that tape from All Foods? That's the Jumu did Royce. Ja, natürlich war ich das. Nö. Yeah, what? Anyone actually boohoo when he went? Look at this. A chance at a nick in the barrel. Nee, ich würd's nicht versuchen. Wer bist du denn? Watch out. Bess Isis. Mean anything to you? You work with her? No. Just gotta talk. Heard she's here. She's here, but you talk to Brick first. Piss call what happens to you. Ooh, Brick ist hier. Na, da wird mir nichts passieren. Ihr schuldet mir ja noch was. War das gut? Ansonsten hätten wir hier viele Gangbanger ausschalten können. Was Blaues. Ich nehme das, wenn ihr nicht. Dankeschön. Nicht mal Wut oder so. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Ja, aber nette Fete, die ihr habt. Oh, was ist denn mit der Laufgeschwindigkeit los?
Jeder Charakter ist zu langsam. Das sieht schon relativ cool aus. Da könnte man ordentlich feiern. Ich nehme mal die Munition. Kriege ich das? Ich nehme es einfach mal. Hallo, Brick. Yet I still haven't gotten answers to all my questions. Make something up. You're a journalist. Should be second nature. Say it's an orgy of noise or whatever. Das klingt schmutzig. Carrie Uridine sent me with some biz for Bess. Carrie, do you suddenly remember I exist? Ich glaube schon. Just like that? I ask you. That's what I thought. Trying to run a business here. Thanks, Brick. That was enlightening. Let's go. Na gut. Appreciate it. Thanks. Okay, können anscheinend einfach mit Nancy gehen. Oder Bess Isis, wie sie heißt. Mensch, das sind doch unnötige Modifikationen. Siehst du überhaupt was? Dämliche Frage. Ich glaube, der sieht besser als der Rest der Menschheit. Aber trotzdem. Das weiß ich auch nicht. Schade. Aber nicht überraschend. Hast du noch was zu sagen? Ich mag übrigens seinen Bitch. Bestien. Na gut. Keine Ahnung. Im ganzen Spiel ist er so langsam. So. Was muss ich drücken? Security? Nö. Hallo. Oh. Burn Corpo Shit. Ah, bin ich gespannt. Wieso hat die denn noch rote Augen? Vielleicht Kontaktlinsen. Ah, der ist echt überdurchschnittlich langsam, der Fahrstuhl. Okay, come on. Fuck. Just hope the car is still where I parked it. Ja, das will ich mal stark hoffen. Zu Fuß laufe ich nicht. Really should have talked to the asses from Tinnitus. You got some sort of in with them? Brick invited me to one of their gigs. Problem is the lineup. Changes every time. Ui. Was ist denn hier los? I'm so sorry. Oh je, Drogenmissbrauch. Und das in so einem gehobenen Etablissement. Na, dann wollen wir mal in ihre Karre steigen. In ihr Auto. Ja, ist ja gut mit dem Radio. Hey, ist das wirklich ihr Auto mit dem Graffiti hinten drauf? Scheint ja ein ordentlicher Anhänger zu sein. Oder auch nicht? Ah. Na gut. Das hoffe ich auch. Na gut, haben die ihr Auto einfach abgesprayt, während sie da drin war zum Interviewen? There is no samurai without Silverhand. I'll play for Johnny. You. Ja, ich. Silverhand was more visionary than musician. I got this. Trust me. Well, if you got Carrie on board, what's in it for me? Keine Ahnung. That's for you and Carrie to figure out. I'll be sure. Hey, es war rot. How do you know, Brick? Saved his life once. Well, well. Ever thought about joining Trauma Team? Nicht wirklich. Haben wir noch was zu bereden? Ansonsten würde ich die Fahrt jetzt nämlich skippen.
Ja, ich glaube nichts Wichtiges. Sind wir bald da? Oh, anscheinend sind wir da. We're here. Hop out. All right. So, the concert. Tell Carrie I'll put it together. Sehr schön. Dann wollen wir mal hier raus. Ja, ja, Johnny, du bist nicht mein Boss. Ich hatte das Gleiche aber vor. Hey, so how'd it go? Dumped an answer? Yep, she agreed. Even said she'd organize the gig. Still a control freak. Awesome. Managed to contact Henry or Danny? Just Henry so far. Dragged him out of rehab. Ooh. Great story, actually. Henry didn't know Denny's been in Night City all this time. On his way over to see her now. Gonna be a surprise. We're all gonna meet over at Denny's. What, me too? Why? Gonna play with us, aren't you? Gotta meet the others. Send you the address. Das klingt doch gut, da wollen wir gleich hin. So, Auto, 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 Auto. Auf jeden Fall, der Porsche wird auch ein Favorit. Und den wollen wir auch rufen. Na komm hier, Porsche, Porsche, Porsche. Was für ein schönes Auto. Da braucht man jetzt auch keine Schnellreise mehr. Das müssen wir genießen. Weil, wie gesagt, in der nächsten Episode läuten wir das Ende ein. Dann werden wir die Mission mit Hanako machen und dann hoffentlich Arasaka ordentlich aufs Maul geben. Und dann wird es nicht mehr arg viel zu tun geben. Hab ja schon öfter mal erwähnt, ich auch in anderen Let's Plays, ich bin kein Completionist. Das heißt, wir werden nicht alles von jedem Spiel sehen. Und ich denke, Cyberpunk oder anders gesagt, es hat sich so langsam ausgecyberpunkt. Und jetzt noch die Hauptstory schön vollenden mit einem, ja, angebrachten Gemetzel, würde ich sagen. Und dann passt es. Und dann werde ich mich anderen Spielen widmen. Auch schönen Spielen. So. Und der klingt auch noch so geil, der Porsche. Ach, ich bin verliebt in dieses Auto. Waffe wollte ich eigentlich nicht. Weg damit. So, irgendwie da oben hin. Und dann sind wir auch gleich am Ziel. Und dann passt hoffentlich das Konzert heute noch rein. Wir sind zwar gerade schon bei ungefähr 48... Hallo? Ihr seid ein... Hey! Hör auf Leute zu schießen. Das mach nur ich. Was denn mit dir passiert? Oh, du Armer. Dann werde ich euch alle looten. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Der ist irgendwie abhanden gekommen. Und weiter geht's. Denk, wir haben da gut eingegriffen und das Böse mal wieder zurückgeschlagen. So soll das sein. Und der Job ist sogar complete, steht links dran. Bin ich nicht ein feiner Polizeihelfer hier in der Stadt? Muss ich irgendwen anrufen? Hallo? Hallo, hallo? Vielleicht Messages auf 1? Ach, Ashley, ja. Ashley interessiert mich gerade nicht. Hui. Oh, hier wäre direkt eine Schnellreisestation gewesen. She must have been renovating. Henry must have borrowed the truck. Gonk always was good at improvising. Maybe they're wrong. Try the intercom. Mal schauen, mal schauen. Na gut. Hallo. Right then. Guess we keep looking. Das schätze ich auch. Also niemand zu Hause, aber wir können den schönen Reifenspuren hier folgen. Oder wir können hier rüber klettern. Na, folgt mal den Reifenspuren. Da ist so ein Auto, das ich mir gekauft habe. Rayfield Arundite. Okay, anscheinend Carries Auto. Da ist ja Carrie. Was machst du hier? V, das ist wirklich dein Haus?
Hi, Carrie. This is supposed to be Henry's surprise. You're gonna pay for yeah, this, I obviously missed a few beats. You looks bet like I will. He was just holding so some I sort can of come grudge back again. So he flooded the pool with Maybe concrete. Then, you'll tell me why the Henry hell did me often to die get in the street. Emotional. left you what about die? The concert? Haven't gotten a chance to I wish you ask would Denny fucking yet. Die. Doesn't look good though. Why V, talk to them. Carrie will just make it worse. Get the fuck out! Not really my biz. Go, they'll get what past hell? It in a second. Na ja, gut, dann wollen wir mal den Streit schlichten. Hallo. Why the hell you came here in the first place? Carrie sent me. It's about the concert. What concert? Why isn't he here talking to me? We'll bring it back Samurai. One night only. That's what he wants to get the crew together for? Mm-hmm. But no fucking way. Not about to play with this shit stain. Warum denn nicht? No, no way. Either him or me. Choose. Denny digs in her heels. We're done. So leicht gibst du auf? Like shit, man. Denny wants me out of the gig. And we already agreed on everything. What? Carrie's paying you? That's what this is about? Fuck. It's all fucking great. So you get him away from me and get the fuck off my lawn. Don't make me choose. Der kratzt sich an den Eiern. Wer ist denn wer von euch? Ich glaube, du bist Henry. Und dann bist so, du Danny. It's either Henry or me. Can't be both. Na gut. Ich würde sagen, der links wirkt unsympathischer. Ich nehme Danny. If we gotta choose, let's play with Danny. Du wirkst sympathisch. Vor allem mit dem Baseballschläger. She's the one making a big deal out of this, not me. Listen, I'll get you. You know what, Carrie? Fuck you! Good thing Silverhand isn't here to see this. Doch, da sitzt er. Get out. Tschüss. All right, what about Nancy? We made contact. She's gonna set it all up and let us know. See you at the show. Dann kann es tatsächlich losgehen. Now I gotta find someone to clean this up. Okay, about all we can do for now. Gold-plated Baseball-Bat. Ja, auf die warten wir auf jeden Fall. Ah, den Baseballschläger müssen wir doch jetzt auch ausrüsten. Ist der nicht schön? Hey, wo bist du hin? Können wir den fahren? Schade. Das ist das coolste, der coolste Truck, den es bis jetzt gab. Und was für eine Sauerei. Na gut. Ah, Carrie verdünnisiert sich auch. Der muss aber auch mal zum Einsatz kommen. Hier, nimm das und das und das. Gehen wir mal zur Schnellreisestation. Okay, wir müssen einen Tag warten. Das kriegt man doch leicht hin. Ins Character-Menü. Character? So, da. Skip Time. Wir sind da. Dann müssen wir wahrscheinlich warten bis da. Ja, war jetzt ungefähr ein Tag, hätte ich gesagt. Schau wieder Beleuchtungs... was auch immer. V, I'm tipping my proverbial hat. The data you procured, so interesting and valuable, is to be testicle-ticklingly delightful. Sehr schön für deine Testicles. First, happy to oblige. Second, won't ask how you're gonna use it. As if I tell you. Yet I will betray another tidbit. I'm sending something to your mega building unit. A token of my appreciation. Till next time, V. Hold on, Hans, how the fuck do you know where I... Keine Ahnung, was der jetzt wollte. Okay, wir müssen, glauben, noch ein bisschen warten. Dann macht man das gleiche doch nochmal. Character. Skip time. Oh, schön bis Mittag. Nancy kann sich ja nicht ewig zurückhalten. So. Hallo? Na gut. Dann nehmen wir mal das Auto hier. Fahren ein bisschen rum, aber dann sollten wir ja irgendwie einen Anruf bekommen. Ansonsten warten wir... was ist denn hier los? Das sieht aus wie Arasaka. Auch ein Assault in Progress. Weg mit euch, Arasaka!
Ihr wart nie nett zu mir. Außer Takemura. So, her mit eurem Zeug. Na gut, ich würde sagen, das haben wir wunderbar gelöst. Können wir so ein Arasaka-Mobil fahren? Tatsächlich. Nein, nein, keine Situation. Lasst mich doch in Ruhe. Das Auto fährt sich nicht gut, falls ihr euch gewundert habt. Das ist einfach nur langsam und träge. Ja, komm, die Polizei können wir aber immer noch abschütteln. So aggressiv ist die zum Glück nicht in dem Spiel. Können wir einfach hier runter? Nö, leider nicht. Jetzt. Okay. Auto hat sich wieder in den Griff bekommen. Hier steht irgendwo rechts ein Polizist, den müssen wir ausweichen. Wie läuft das mit dem Ausweichen? Nicht gut. Gehen wir mal vielleicht da oben hin. Schön außen rumlaufen. So, Musik läuft noch, die können wir ausmachen. Und Fahndungslevel ist gleich weg. Ich habe eine Nachricht bekommen. Nochmal Ashley. Vielleicht soll man Nancy selber anrufen. Haben wir die überhaupt? Nö. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Ich würde nämlich echt gern haben, auch wenn die Episode ein bisschen länger wird, dass wir das in dieser noch abschließen. Dann können wir uns in den nächsten wirklich aufs Finale konzentrieren. So, macht man nochmal Skip Time. Nochmal einen Tag. Hat man vielleicht 24 Stunden gebraucht. Ich glaube es zwar nicht, aber trotzdem. Ah, da. Hey, Gig's all set up super sweet like. Tonight, at the Red Dirt. Talk to Carrie? Didn't change his mind or anything? No, no, not at all. He's pretty stoked, in fact. Sehr gut. Like this since the Silverhand days. What about Henry? Still not on board? Didn't even try. Not wasting my breath on that dick tip. Well, so, see you tonight. And don't worry about the axe. Got the gear all rounded up. Was ist denn meine Axt? Wieso hatte ich meine Axt dabei? Ist egal. Hier ist gleich eine Schnellreisestation. Die hätte ich vorhin aus dem Augenwinkel gesehen. Und dann wollen wir direkt mal hin. Na komm schon, ein schönes Abschlusskonzert für alle Sidejobs, für alle Nebenquests. Da freue ich mich jetzt echt drauf. Vielleicht kriegt man schöne Rockmusik, die hoffentlich copyrightfrei ist. Sonst muss ich mir da was überlegen. Ich habe eigentlich den Streamer-Modus an, dass mir sowas nicht passieren kann. Ich will natürlich nicht, dass YouTube irgendwas sperrt. Okay, wir müssen warten. Wait until the evening. Das kriegen wir hin. So, jetzt aber. Da ist sie ja, die Nancy. Und Danny. Got something for you. Don't know if you know, but once upon a time. Ooh. Da freut er sich bestimmt. She just whispered Mikoshi in her ear. We'll be all set. Kann ich das machen? Komm schon, Mikoshi? Anscheinend nicht. Where's Carrie? Should be here any minute. Told me you play really well. Better be true. Because there won't be a dress rehearsal. I'd worry more about Henry's replacement. Carrie got Drowson from Cutthroat to join us. I know him. Seen him play. And? He any good? He's fine. Just fine. You're the mystery dish here. Ach, keine Sorge. And if I start puking blood again? Don't go making a scene. This is Carrie's big night. Na gut, du. Nancy doesn't think I can keep up with him. Well, she's right. Hey, ich tue das hier für dich.
So, einmal. Ja, ja. Hier. Viel Spaß mit meinem Körper. Nicht ruinieren. Hey, das bringt doch nichts, wenn ich die Pille wieder auskotze. So, ich glaube, jetzt sind wir schon wieder Johnny. Sieht danach aus. Und wir sehen stylisch aus. Wir haben anscheinend eine silberne Hand. Ah, da sind sie. Oh, Carrie ist da. Hey, big fan, huge fan. You too? Got all their albums? I mean, I never dreamed of him. He's in the same boat as you. Want to talk to the star? Talk to me. And get that shaking under control. Think my shakes are the same. Or worse. Na gut, dann wollen wir mal. All right, let's do this. Sehr schön. Wir müssen jetzt voll rocken. Sag ich doch. Wieso singt nur der? Ich dachte, ich kann auch singen. Na schön klatschen. Sind hier nicht zum Spaß. Also doch ein bisschen. Hui, hui, hui. Find's interessant, dass ich jetzt echt eine silberne Hand hab. Kann ich auch noch was machen? Hui. Yeah. Carry on my wayward son. Ich habe eine wunderbare Singstimme. Können ja auch ein bisschen Rammstein auflegen. Eins. Hier kommt die Sonne. Ich glaube, das ist alles, was ich von dem kenne. Vielleicht noch du hast. Hey, du musst mehr rocken hier. Oh, ich kann singen. Heb die Hände nach oben. Dann wird Johnny euch loben. Oh, wir können ein sickes Solo spielen. Mensch, sind wir gut. Ach, das ist ein würdiges Ende für die Sidequests. Gefällt mir, wie die Missionen rauskommen. Und Danny macht anscheinend einen guten Job mit dem Schlagzeug. Hey, hey, hey. Mit dem Gesicht nicht so weit nach da unten. Da können Seiteneffekte entstehen. War's das jetzt schon? Na nee, gut. Vielleicht gibt's ja noch eine Zugabe. This is fucked up. What is? Actually, got pretty nervous for this thing. Felt like I had something to prove. To myself, to you, and whoever the fuck. But all I did was have a good time. That's it. Tja, wieso klingst du so traurig? Wanna do it again? No. That was enough. In that case, here. Take it. As a souvenir. Ich hätte die auch genommen, Johnny. Won't play without you. Just wouldn't be the same. See what you're doing here. But I still plan on playing. Na gut.
Dann gib mal wie seinen Körper zurück. Also, ich krieg meinen eigenen Körper zurück. Er ist niemals wirklich weg. Ja, yeah, aber ich kann still hear you. Thanks, but not in the mood for hovering tables and voices from beyond the grave right now. Hey. Maybe you should hang on to this, actually. Warum denn das? You shouldn't have, really. The very gun I tried to shoot Johnny with when he broke into my house. Meaning you tried to shoot me. Yeah. And earlier. And never mind. Cool. Feel like I fell asleep and woke up 50 years later. Back to work then. Mensch, wirkt er deprimiert. I'll be in touch. Du auch, Carrie. So bad, was it? Too bad care's gone off. Hope that's it for last requests. Maybe. Now you get a chance to do what you will. Gotta go talk to Hanako. Fast. Ooh. Okay. Your choice. Das ist mal eine schöne Überleitung, weil genau das wird passieren in der nächsten Episode. Ich würde sagen, wir sind am Ende von der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.